Heute sind wir Sonnen am Freitag, den 13. Und das ist total gruselig hier im Wald. Hört ihr das? Haben wir irgendwie so ein Fass entdeckt. Das knarzt und knirscht hier, als würden gleich die Bäume umfallen. Das ist richtig gruselig hier. Und was ist das für ein Fass? Haben die da was drin vergraben? Alter, meine Hand ist da drin, ne? Hebel das mal raus. Da drinnen sind aber noch Signale. Da sind da Schätze drin, oder die Reste vom Fass. Ein bisschen was wegmachen da. Da ist ja noch ein Fass drin. Da ist noch was drunten, ne? Drunten. Unten. Der Rest vom Fass. Halt, da war was silbrig jetzt. Da. Das hat mein Schatzsucherauge gleich erblickt. Was ist das? Silberpapier. Die Freude hier ist anders. Wir suchen auf jeden Fall hier weiter. Wir sind heute auf den Spuren der Natur. So, hier ist ein Stück Leder. Und das ist hier abgegangen von diesem Objekt, als ich da so ein bisschen rumgekratzt habe. Ich weiß noch nicht, was das ist. Was wir jetzt hier gemeinsam ausgraben. Sieht interessant aus. Ich will das nicht kaputt machen. Alex, ich hab's schon. Ach, das ist nichts. Ist nur ein Türscharnier, aber warum war da jetzt Leder? Das ist nicht so quietsch vielleicht. Das ist Leder, das ist eindeutig Leder. Ja. Da muss noch was liegen. Da war doch noch was drin. Ich will hier keinen Baum auf den Kopf kriegen. Russenstern war drin. Ich werde den mal ein bisschen sauber machen. Film mal bitte. Jo. Vielleicht kann man ein bisschen was drauf erkennen. Vielleicht liegt sogar noch mehr drin. Man muss hier nur gründlich suchen. Da kommt noch was. Dann kann man auch mal so ein bisschen rabiat reinigen. Schon ziemlich verrostet. Sogar wieder richtig gut. Der kommt so vielen Jahren, man glaubt es kaum, kann man auch noch das Zeichen der russischen Armee erkennen, und zwar ist es Hammer und Sichel. Ist es scharf? Scharf, ja. Ja, sehr schöner Fund. Interessant. Hier kommt noch mehr. Aber war der denn an der Ledermütze dran? Hatten die Russen denn Ledermützen? Ich dachte eher Stopfmützen, oder? Ist es ja nicht. Da müssen wir nochmal nachgucken, ob da noch mehr drin liegt vielleicht. Ordenstiefe, so 60 Jahre im Boden. Nee, keine Ahnung, also eine halbe Schippe ungefähr. Also hier so ein Spatenblatt. Ordenstief. Also ein Orden. Ui, das ist doch mega. Das habe ich noch nie gesehen. Ich will das mal kurz nehmen. Ein bisschen das Zeug frei. Nimm mal.
Nee, ist schön da so. Ich mach doch mal scharf. Na, kam so weiter vorne am Weg. Das finde ich so richtig schön. Ich muss aufpassen, die Malle ist schon ein bisschen brüchig. Da steht doch irgendwas drauf, ne? Könnte ich mal meinen Russenkumpel posten, der kann das übersetzen. Ich schicke das mal meinen Kumpel Hans, der kann das schneller übersetzen. Mach ich dir mal ein Foto von. Auf jeden Fall ein sehr cooler Fund. Ich denke, das ist auf jeden Fall aus dem Zweiten Weltkrieg. Was hat ihr Fund? Ja, das muss erstmal laden, wollen wir. Ich mal reinstellen. Ich pack's mal weg jetzt, ja? Ja. Ich mach das selber noch eine Suche. Das Internet ist wieder kacke. Ja, ich entlehne. Original bewachen UdSSR Russisch. Mhm. Original bewachen. Hm. Ja, es muss ja irgendein anderer, dafür muss ja noch. Gibt's da ja nicht. Das ist von der Mütze. Ja. Hier liegt ja alles voll noch. Das könntest du aber ein bisschen sauber machen. Bisschen bürsten. Wie neu. Und sind die Splinte noch drin? Wieder ein richtig schöner Fund. Ich komme. Ich komme nicht zum Sondeln, weil ich hier an Zeit die Funde filmen muss von allen. Hab die Opa gefunden? Er hat schon wieder ein Abzeichen. Echt? Ja, was meinst du? Echt? Ja. Was ich hier habe? Auch wieder ein russisches. Was ich hier habe? Mützending. Mal, wie das hier aussieht, was ich hier habe. Das ist ja schön passiert hier. Guck mal hier. Oh, oh geil, oder? Hier, ich raste aus. Was könnte das sein? Vielleicht eventuell so eine Öllampe mit so einer Carbidlampe, wa? Denn die musst du vorsichtig ausgraben, weit sieht nach einer normalen Öllampe aus, ja? Ja. Oder? Ja. Guck mal, hier ist noch mehr. Da liegt noch was daneben. Ja. Und da ist bestimmt ein Orden. Oh, gucken. Tja, kurz danach, das sieht ja eigentlich schon fast wie 80. Aber mach das doch an Alex aus, seine Mütze ran. Mach doch mal ein Foto von ihm. Warte, halt still. Passt doch. Sag mal, hier steht auch was. Hier. Da lieber schon. Warte, das ist ein Flammenwerfer. Oh, da steht was drauf, ja. Das ist, glaube ich, nicht russisch. S und H. Das ist doch hier so wie vom Reichsarbeitsdienst, war diese Umrahmung. Hier ist so ein Adler in der Mitte, wie du so siehst, oder? Darf ich mal sehen? Ja. Hm. Ja, das sieht so ein bisschen aus, ne? Aber. Ja. Jetzt nicht unbedingt das gleiche. Ja, das war ja so, Öllampen, so rum, ihr hört das. So ein Öllampen. Das sind Flügel, ne? Und eine Krone. Aber da steht auch S und H hinten drauf. So rum, ihr hört das. Oben ist eine Krone. Dann ist es HS. Ja. HS? Stimmt. Müssen wir auch gleich mal nachrecherchieren. Jetzt kriegen wir doch wieder hin. Hier ist noch der Docht dran. Finde. Der Docht ist noch da. Guck mal hier, das ist der Docht. Ja, zeig ihm mal das Logo. Machen wir gleich. Guck mal, ob da noch mehr drin ist. Naja, ich will auch mal weitersuchen. Alex. Ja. Hugo. 20 IH Hugo. Auf jeden Fall ein richtig schönes Stück. Ja. Könnte man wieder gangbar machen. Ja gut, habe ich da keine Ahnung von. Da unten muss nur das so. Das Unterteil muss noch haben. Unten die Lampe, wo drauf geschraubt wird, ja. Ist hier oben verbogen. Da war auch hier oben wahrscheinlich ein Glas drauf gewesen. Das wurde hier dann so eingeschnackelt. Denn. Na gut, lass mal weitersuchen. Alter, ist das ein Ding, ey. Jubiläums. Alter, ist das ein Teil fettet, ey. Alter Schalter, ey. Geil, oh Mann. Endlich mal was Geiles gefunden, ey. Hier, halt mal. Ja. Das ist irgendeine dicke Münze aus
Wie heißt denn das Material, was so rot wird? Kupfer? Ich glaube schon, ja. Ja, genau. Aber steht irgendwas von Kupfer? Nee, Messen. Ja, doch, Kupfer, genau. Gib mal dein Dark Age Fast hinterher vom Sonnengänger schon. Muss nicht mal nass machen. Alter, ich habe Schwäche im Anfall. Warum? Weiß ich nicht, guck mal. Ich zitter und alles. Ja, oh. Weil ich hier so geile Sachen gefunden habe. Was denn? Ich habe hier geile Sachen gefunden. Wo hast du geile Sachen? Was ist das denn? Die Münze? Ja, ein dicken Taler hier. Was dickes hier? So ein Gedenkding, oder? Geht ganz leicht ab, alles, Alex. Das ist so ein Ekelzeug, das wird dann rot. Das muss patiniert werden eigentlich. Kann man neu patinieren. Das könnte sein. Ja, das ist auf jeden Fall eine fette Münze. Soll ich sagen, was das ist? Ja, sag mal, was das ist. Zeig mal. Das kennt man nicht. Russisch, das fehlt immer. Ja, pass auf. Spule. Betriebskampfgruppe DDR. Sieht sogar arabisch aus, ehrlich. Irgendwas. Zeig mal. Muslimisches Schützendivision. Nein. Das ist irgendwie so ein Königswappen. Bestimmt hier Schützenverein. 25 Jahre. 35, ja. Nee, 25. Mehr? Das ist komisch zu sehen. Das sieht nicht so militärisch aus irgendwie. Ja, aber was alt eben war. Das ist auf jeden Fall ein cooler, interessanter Film. Ja, das ist auf jeden Fall irgendwann, was die Russen weggeschleppt haben. Vielleicht war mal versilbert. Ja, ich sage 25 steht hier. Ach, Mann. Was? Das müssen wir sauber machen, Alex. Und dann blenden wir ein Foto ein. Mach's einfach mal hier mit drin ins Coinpad. Ja, vielleicht wird's ja bald bei dir in einem Fundvideo gezeigt, wa? Mach schön mal den Stern an der Seite bitte hin. Ich könnte aber da erkennen. Zeigen wir den nochmal, so richtig rum, genau. Ja, den haben wir jetzt schon gesehen. Ja. Ja. Aber wir zeigen ihn lieber nochmal. Jetzt habe ich mal was Cooles. Schon ein bisschen aus der Puste jetzt. Aber ich habe hier ein Signal, wo ziemlich viel drin liegt. Da ist auch Glas und alles Mögliche noch drin. Und hier kommt gerade mal eine Feldflasche zum Vorschein. Hier ist auch irgendwas dran, hat grünet. Kabel oder so. Auf jeden Fall habe ich eine Feldflasche. Ist schon mal cool. Könnte eine russische Feldflasche sein. Das werden wir noch rausfinden. Die werde ich gleich mal ein bisschen bürsten und da sind noch mehr Sachen drin. Also, da ist ganz viel Zeug drin hier unten. Irgendwas Interessantes habe ich hier. Mit ein bisschen Glück ist was richtig Gutes dabei. Schauen wir gleich mal nach. Oh, hier ist noch was Größeres. Hier ist noch was Großes. Ja, hier. Oh, das ist ja schön. Endlich habe ich mal was richtig Schönes. Das ist Wahnsinn, guck mal wie groß, das könnte ein Helm sein. Das wird richtig gut. Das. Ja, ich habe die Feldflasche mal ein bisschen sauber gemacht. Ist jetzt nicht so der beste Zustand, sag ich mal. Vielleicht erkennt ihr ja das Modell, könnt mir sagen, ob es russisch oder deutsch ist. Ich vermute, es ist eine russische. Und das große Objekt, wo ich dachte, das könnte ein Helm sein, war einfach nur ein großer Spaten, der da mit drin geschmissen wurde und da war nur Glas drin. Das war es leider. Naja, mal sehen, was noch kommt. Ein Feuerzeug. Ein richtig schönes altes Feuerzeug. Ach ja, hier ist oben. Das ist oben und hier unten war dann der Verschluss. Da kann man sogar noch den Feuerstein sehen und den Docht, also zumindest den Rest davon. Hallo? Ach sorry, du bist es heute. Ja, heute Sonnengehen. Kein Problem. Ich bin dabei. Bis gleich. Ciao.